Rapid holt den einzigen Sieg in der Europa League. Der erste Parallelbewerb der Herren findet heute in Lech-Zürs statt. Und Maradona sorgt für Ausnahmezustand. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Der SK Rapid holt als einziges österreichisches Team in dieser Woche einen Sieg im Europacup. Die Grün-Weißen besiegen gestern in Irland die irische Mannschaft Dundalk FC souverän mit 3:1. Man of the Match war dabei Ercan Kara. Der 24-Jährige erzielt gestern einen Doppelpack. Davor bringt Knas Müllner die Hütteldorfer mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Das Ehrentor in der 63. Minute erzielt Chris Shields für die Iren. Damit steht der österreichische Rekordmeister mit 6 Punkten auf Tabellenplatz 3 in der Gruppe B. Am Sonntag geht es für die Elf von Didi Kübauer schon weiter. Es steht das große Wiener Derby im Allianzstadion gegen die Austria an. In den restlichen 2 Spielen des gestrigen Abends mussten sich die österreichischen Mannschaften geschlagen geben. Der LASK verliert auf der Linzer Gugl gegen Antwerpen mit 2:0. Damit ist in Belgien die Revanche für die 1:0-Niederlage vor 3 Wochen gelungen. In der 50. Minute bekommt Kapitän Gernot Trauner die rote Karte. Er muss aufgrund einer Notbremse den Platz verlassen. Den anschließenden Freistoß verwandelt Rafailov zum 1:0. Trotz Unterzahl hatten die Stahlstädter gute Chancen auf den Ausgleich. In der 83. Minute müssen sie dann aber durch Gerkens den 2. Gegentreffer einstecken. Damit steht auch die Elf von Dominik Thalhammer auf Platz 3 in ihrer Gruppe. Der WRC muss sich gestern mit 3:0 gegen Dinamo Zagreb geschlagen geben. Bei schlechten Platzverhältnissen in Klagenfurt gehen die Kroaten in der 60. Minute durch Majer in Führung. In der 75. Minute erhöht Petkovic auf 2:0. In der Nachspielzeit sorgt Ivanusec für den 3:0 Endstand. Mit dieser Niederlage rutschen die Wölfe nach 4 Spieltagen auf Platz 3 in der Gruppe K. Gestern hat Lech Zürs nach 26 Jahren sein Comeback beim alpinen Skiweltcup gefeiert. Petra Vlhová holt sich dabei den Sieg im Parallelbewerb. Hinter ihr landen auf Platz 2 Paula Molzahn aus den USA und die Schweizerin Laura Gut-Berami auf Platz 3. Für die ÖSV-Fahrerinnen hat es leider nicht fürs Stocker gereicht. Als beste Österreicherin ist Elisa Mörzinger auf Platz 8 gefahren. Heute findet in Lech-Zürs auch der erste Parallelbewerb der Herren statt. Unser ÖSV-Ass Marco Schwarz wird wegen seinem positiven Corona-Test leider nicht starten. Der 25-Jährige dürfte sich im privaten Umfeld angesteckt haben. Kontakt zu Teamkollegen hat es zuletzt nicht gegeben. Dem Kärntner geht es trotz Corona aber gut. Er hat zum Glück einen milden Krankheitsverlauf. Im ursprünglichen Plan wäre Bahrain das 2. Rennen der Saison 2020 gewesen, aber Corona hat das Ganze ein bisschen durcheinander gebracht. Nun fährt der Formel-1-Zirkus kurz vorm Ende der Saison am kommenden Wochenende in Bahrain und da geht's um richtig viel Geld. Den Sieg in der Fahrer-WM hat sich Lewis Hamilton schon geholt, den in der Konstrukteurs-WM Mercedes. Red Bull steht schon fix auf Platz 2. Aber auch die niedrigeren Platzierungen in der Konstrukteurswertung kämpfen in den kommenden 3 Rennen in Bahrain und Abu Dhabi um viele Millionen. Je höher ein Team in der Konstrukteurswertung abschließt, desto höher fallen die von der Formel 1 ausgeschütteten Prämien aus. Am Sonntag geht das erste von 2 Rennen in der Königsklasse in Bahrain über die Bühne. Der Tod von Diego Maradona sorgt für völligen Ausnahmezustand in Argentinien und im italienischen Neapel. In Buenos Aires sind viele Menschen auf die Straßen geströmt, um gemeinsam um den Jahrhundertfußballer zu trauern. Sein Sarg wurde noch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Regierungspalast gebracht. Tausende Menschen sind schon vor Sonnenaufgang vor der Casa Rosada Schlange gestanden, um dort Abschied von ihrem Idol zu nehmen. In der langen Warteschlange kam es sogar zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Regierung rechnet mit bis zu 1 Million Trauergästen. Seine letzten Worte sollen gewesen sein, me siento mal, ich fühle mich schlecht, bevor er an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche im KRONE.at Sportstudio.